dass dort Wahlkampf offenbar mit Kampfjets geführt wird. Dass wieder das palästinensische Volk das Opfer ist israelischer Machtpolitik. Im jüngsten Krieg, den wir gesehen haben, sind 160 Menschen in Gaza ums Leben gekommen. Mehr als 1000 wurden verletzt, verstümmelt. Unter diesen Opfern war auch eine Familie von 12 Personen, deren Wohnhaus am 18. November 2012 gezielt von israelischen Bomben vernichtet wurde. Wenn Israel mit seiner Hightech-Präzisionsarmada derart fahrlässig die Tötung von Menschen in Kauf nimmt, dann ist das nichts anderes als Mord. Man wirft uns Palästina-Solidarischen oft vor, wir würden nur die Gewalt auf der Seite von Israel sehen und nicht die Gewalt, die auch bei den Palästinensern existiert. Aber ich sage, danke, auch ich habe zwei Augen im Kopf und ich sehe sowohl die Gewalt, welche von Israel ausgeht, als auch die Gewalt, welche von Palästina ausgeht. Aber zu den zwei Augen im Kopf habe ich auch noch ein bisschen Hirn im Schädel. Und das sagt mir, dass die palästinensische Gewalt ein Symptom ist der Unterdrückung, der jahrzehntelangen Erniedrigung und des immer noch währenden Unrechts, wohingegen die Gewalt Israels die Gewalt des imperialistischen Aggressors ist, des Territorialeroberers und des Unterdrückers. Gewalt ist so oder so zu verurteilen. Deshalb hat die palästinensische Zivilgesellschaft im Jahre 2005 zur gewaltfreien BDS-Kampagne aufgerufen. Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen gegen Israel, bis Israel das Völkerrecht einhält und die legitimen Rechte der Palästinenser und Palästinenserinnen anerkennt. Wir wollen die BDS-Kampagne, den gewaltfreien Aufruf aus Palästina, unterstützen. Wir wollen helfen, dass keine israelischen Produkte verkauft werden, bis Israel die Besatzung und die Unterdrückung aufgibt. Wir haben im jüngsten Krieg auch gesehen, was für eine Rhetorik in Israel zum Teil benutzt wird. Elai Ishai, Regierungsmitglied in Tel Aviv, hat gesagt, man solle Gaza ins Mittelalter bombardieren. Gilad Sharon, der Sohn des ehemaligen israelischen Premierministers und Massenmörders Ariel Sharon, hat in der Jerusalem Post eine Analogie gemacht mit der amerikanischen Atombombe auf Hiroshima und gesagt, die Amerikaner hätten nach Hiroshima nicht Halt gemacht und auch Nagasaki bombardiert. Und in dem Sinne hat er quasi die totale Vernichtung von Gaza gefordert. Dies sind Äußerungen, welche sehr bedenklich sind und welche eine Verurteilung seitens der westlichen und auch der amerikanischen Regierung hätten lassen folgen müssen. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Das Gegenteil. Die westlichen Regierungen und allen voran die USA haben sich auch noch auf die Seite der Israelis gestellt. Mit der Begründung, Israel hätte das Recht, sich zu verteidigen. Das Recht, sich zu verteidigen, hat aber jedes Volk. Und demnach hätten sie genauso gut auch das Recht, sich zu verteidigen, der Palästinenser erwähnen müssen. Und nicht das Recht Israels über dasjenige Palästina zu stellen. Ich komme jetzt zum Ende meiner Rede.
um weitere israelische Kriegsführungen zu verhindern, rufen wir euch auf, keine israelischen Produkte zu kaufen. Denn die Finanzierung des nächsten Krieges beginnt hier in der Schweiz, gleich beim nächsten Laden um die Ecke, wo israelische Produkte verkauft werden. Helft mit, Israel zu boykottieren. Verlangt von uns auf der Homepage Stickers, um bei euren Einkäufen klarzumachen, aus was für einem Apartheid- und Unrechtsstaat diese Produkte kommen. Gemeinsam wollen wir die Palästinenser unterstützen, so wie einst in Südafrika, als durch Boykott das Ende der Apartheid erreicht wurde. So wie in Südafrika gleiche Rechte für alle erreicht wurden, wollen wir auch in Nahost gleiche Rechte für alle erreichen. Danke. Okay, gut.